Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play XCOM Enemy Unknown. In der letzten Folge haben wir ein Alien Overseer Ship heruntergeschossen und ein seltsames Gerät geborgen. Des Weiteren ist gleich direkt darauf ein großes Mutterschiff der Aliens aufgetaucht, was unser nächstes Ziel darstellt. Die letzte Mission erlief überraschend erfolgreich und wir haben einige weitere Beförderungen. Säge bekommt mehr Lebensenergie. Und Corporal Klaus Weber. Natürlich Shredder Rocket wie vorher. Und er hat sich einen Nickname verdient. Und da wir für ihn hier keinen Bewerber haben und gleichzeitig er so ein bisschen aussieht wie jemand anderes, habe ich mir gedacht, wir nennen ihn einmal ein bisschen mehr um. Zwar Helmut Grunter. Und hier ist unser Grunty. Ah. Ich würde sagen, in edlem Schwarz. Und als Heavy Weapons Guide passt er sogar ziemlich gut, weil diese Rolle erfüllt Grunty in Jagged Alliance 2 ja ebenfalls. Ausgezeichnet. Gut, bevor es jetzt irgendwie weitergeht, werden wir erstmal den Ethereal verhören. Mal sehen, was der uns bringen kann. Nein. Sehr gut. All Technology Research Credit. Falls man jetzt noch irgendwas erforschen müsste, geht es jetzt auf jeden Fall wesentlich schneller. Wir können ihn noch eben auseinandernehmen, denn wir haben nichts Besseres zu tun. This specimen appears to be at the top of the alien hierarchy, and for good reason. As you've probably seen, its physical form is not suited for combat by any means. However, these elders have an incredible pool of psionic energy at their disposal, which helps to explain why the other species are subordinate to them. Gut. Mind Shield available for manufacture. Sollten wir unbedingt benutzen auch, bald. I accept the fact that there could be ist in einem Tag fertig. In studying this new alien device. But the enemy leaves us with no other choice. Ja, die Stealth-Satellites können wir noch erforschen. Die könnten eventuell noch einen Vorteil bringen. Aber sonst weiterhin nichts. Momentan können wir mit dem großen Alien-Raumschiff, was hier aufgetaucht ist, noch nichts anfangen. Aber das dürfte sich bald ändern, wenn unsere Forschung weiter fortgeschritten ist. So. Jetzt können wir nämlich die Gollop Chamber bauen. Das ist ein Gebäude. Ups, hier haben wir auf jeden Fall. Das ist ein Gebäude, was es uns ermöglicht, einen besonders begabten in das Psi-Netz der Ethereals einzuklinken und uns damit Zugang zu verschaffen zum Mutterschiff. Was dann auch die finale Mission startet. Das heißt, was jetzt noch zu tun ist, ist im größten Teil mindestens einen Soldaten auf das höchste Psi-Level zu leveln. Und das hätte ich ja fast vergessen. Genau dafür sollte ich auch jetzt die restlichen Soldaten ein bisschen screenen. Sehen, wie es mit Silent aussieht. Und ein paar Neulinge hier. Aber die sind noch ein paar gute dabei. Ja. Was wollt ihr schon machen? Gut, wen schicken wir denn alles?
einen Neuling noch, der kann hier Titanplating haben, bevor er gelevelt ist. Und einen Arcthrower können wir uns dann jetzt entsprechend inzwischen sparen. Gut. Gut, gut, gut. Dann legen wir mal los. Prepare for deployment, Strike One. France is sending an urgent mission request. We've gotten reports of alien activity taking place in a densely populated area. Ah, die Map, die kennen wir schon noch. Die lief ja das letzte Mal nicht ganz so gut. Manche Nennung zu haben. Relativ knapp sogar. Solid copy, Big Sky. Strike One has been given the green light. Your highest priority is to protect those civilians. Sehen, ob wir diesmal vielleicht eine etwas schnellere Runde machen können. Sollte eigentlich mit der Ausrüstung, die wir inzwischen haben, drin sein. Oh, wir haben gar keinen Sniper dabei, fällt mir jetzt gerade auf. Okay, dann vielleicht doch nicht. Sollen wir vielleicht doch ein kleines bisschen vorsichtiger sein. Was, das bringt gar keine Deckung hier? Überrascht mich jetzt. Da ist hier auch noch nichts aufgedeckt. Das ist ja seltsam. Nun gut. Warum kriegen wir eigentlich von diesem Schlachtenlärm eigentlich nur den Lärm mit und nicht mal, dass irgendjemand einen Luftschlag hier anordert oder sowas? Dafür sind sich dann wieder mal alle zu fein. Ach komm schon. Ich aber langsam mal ein bisschen hier irgendwas an Gegnern sehen, wo ich drauf schießen kann. Das ist ja schlimm. Ah, da hinten. Alle natürlich auf den ersten. Ah, gut, nicht alle auf den ersten, aber trotzdem nervig genug. Der Berserker sollte gar kein Problem darstellen. Sehr gut. Ich die Kobra auch noch so ein? Für einen kurzen Moment sah es so aus. Gucken wir mal, dass du ihn eventuell absahen kannst. Nein. Schaden macht es. Ich glaube, das machte 5 nur. Sollten wir aber auf jeden Fall versuchen, ein bisschen zu trainieren. Vielleicht auch, dass wir damit einen Kill kriegen oder so. Ja, dann darf es egal, noch ein bisschen trainieren. Gut, gut. Zeichnet. Und mit Mindfrey absahen für die Erfahrungspunkte.
Bonjour. Gut, die erste Gruppe ziemlich gut ausgeschaltet. Ja, das ist Grunty. da hinten seid ihr. Das ist doch eine Gelegenheit für Grunty, um ein paar Erfahrungspunkte zu sammeln. Oh, 6 Damage nur. Er hat noch gar keinen eigentlichen Zusatzschaden. Das gefällt mir aber nicht. Ach nee, stimmt, den Zusatzschaden gab es ja später. Schredderrocket da rein. Das sollte sich eigentlich um. Das sollte eigentlich bei allen hier einen Schaden machen. Und den auch dementsprechend aufweichen. Sodass die Kobra ihn erledigen kann. 1 und 2. Ausgezeichnet. Haben wir noch einen Raketenwerfer-Typen dabei? Haben wir sogar. Hecke. Dann würde ich sagen, erledigen wir die mit 2 Raketen. Ja. Und dann kann Grunty hier ein bisschen XP farmen. Na? So. Drei Kills. Gut, dann haben wir jetzt 9 Gegner erledigt. Viel mehr kann euch übrig sein. Dort hinten waren, glaube ich, noch. Muss ja noch irgendwas gewesen sein. Ein paar Zivilisten erledigt. Ah, hier, da sind sie, ja. Ich würde sogar fast vermuten, dass das die letzten beiden sind. Gut, hier sind noch 2 Chrysalis, aber whatever. Die stellen ja keine richtige Gefahr dar. Bam. Oh, warum hat es jetzt keinen Reaktionsschuss gegeben? Wundert mich ein bisschen. Na, komm schon. Sehr gut. Noch eine Promotion? Nee, dafür hat's nicht ganz gereicht. Zeichnet. Und hier. So. Was gehst du denn für einen Weg?
Gefällt mir nur bedingt. Können wir den irgendwie aufweichen wieder? Ja. Sehr gut. Können wir Mindframe noch ein bisschen trainieren? Oh. Okay, gut. Macht eigentlich Sinn, eine Fähigkeit, die das Gehirn angreift und die Psyche angreift beim quasi seelenlosen Gebilde anzuwenden. Macht irgendwie Sinn, dass das nicht so richtig funktioniert. Okay. Haben wir noch irgendjemanden, der kurz sich ein Stück nach vorne bewegen kann? Mist. Noch ein Versuch Run and Gun. Können wir ihn eventuell auch noch leveln. Ein bisschen Glück. Nee, leider nicht. Ah, der wird sich jetzt wahrscheinlich an irgendeinem Zivilisten vergehen, anstatt anzugreifen. Habe ich jedenfalls das ungute Gefühl. Ja. Sehr gut weggelaufen. Na gut. Ist jetzt mal übrig ein Zombie da? Muss ja. Kann nur ein Zombie sein, der noch übrig ist. Oh. Das ist ja seltsam. Egal. Niemand verloren. Bisschen Level-Ups. 12 Zivilisten gerettet. Kann ich mitleben. Kann ich eindeutig mitleben. Grunty wurde befördert. Heat Armor auf jeden Fall. Denn da haben wir es ja doch schon mit den gefährlichsten Gegnern zu tun. Remember, we will be watching. Neues Forschen, nee, brauchen wir Geld für. Kurz ein bisschen schauen. C-Armor erforscht. Fehlt eigentlich noch die Ghost Armor oder habe ich die schon? Muss mal kurz gucken, ich bin. Ah doch, die können wir schon bauen. Hm. Eventuell sollten wir davon zumindest eins bauen, wenn wir wieder das Geld haben. Aber bis dahin würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.